Der fällt ja auf die Seite. Seitlich oder aufs Dach, je nachdem, wie viel Schwung er hat. Okay. Hoch und in mit hoch, oder? Hoch runter. Das steht auch mal hier zum Morgen. Ich bin bereit, die Bitte. Ja, wenn man bei.
Hast meinen Gedanken schon gelesen, oder? Ja. Was natürlich jetzt mit der Scheibe dahin passiert, die wird natürlich sperrst, ist klar, ne? Ja, das die ist klar. Die wird durchs Aufstellen. Sollen die Ameisen jetzt schon drunter machen? Ich hab noch keine Ahnung, so mache ich nicht jeden Tag. Nur die Ameisen allein taugt es auch nicht, da brauchst du noch. Halt.
Ich helfe dir auch. Jo, 1, 2, 3. Das hat schon seinen Sinn. Willst du es hinten reinhängen oder willst du komplett aufwickeln? Ich muss nach vorne, ich muss dann hinten aufwickeln. Hast du das erzählt? Nee, ist kein. Jetzt schon wieder.
Ihr Spielkinder, aber von mir aus. Aus? Was wollt ihr so halten? Die Kippung sich aus? Ja, das ist schick. Holstein auf den Begriff der öffentlichen Ordnung im Rahmen der Polizei- und Ordnungsgesetze. In Nordrhein-Westfalen wurde am 9. Februar 2010 das Änderungsgesetz zum Polizeigesetz durch den Landtag verabschiedet. Seit dem veröffentlichten Landesgesetz ist die öffentliche Ordnung wieder in die Aufgabenzuweisung der Polizei eingegangen. Nicht reingehen, FD! Die mich jetzt zur Stimmbildung? Nur der Felix? Die Polizei wird dadurch ermächtigt, im Einzelfall auch die gesetzlichen Verhalten in der Öffentlichkeit, welches noch unter der Schwelle einer Ordnungswidrigkeit Doppelparagraf 160 des OWIG bleibt einzuschreiben.